Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Irgendwie kommt mir das Ganze bekannt vor. Ich habe keine Ahnung, woher. Woher könnte mir das bekannt vorkommen? Keine Ahnung. Egal. Heute ein neues Unboxing. Hier ein kleines blaues Paket. Wir packen es mal gemeinsam aus. Es ist sogar schon ein bisschen offen, deshalb ja. Machen wir es mal auf. Reißen wir es noch mehr auf. Ja. Normalerweise ist das Zeug, was hier drin ist, in eine Extratüte noch verpackt, aber diesmal wohl nicht. Oh, was haben wir denn hier? Einen Hoodie. Na, wundervoll, Ski. Ein Gold-Statt-Braun-Logo drauf. Ja. Zwerg für Toleranz. In Krone und Gold-Statt-Braun. Da gucken wir uns das Ganze mal genau an. Ja, die Schrift einigermaßen schön. Das Logo hier, das Sprechblase Zwerg für Toleranz. Ja, der Druck auch, ja, in Ordnung. Hier die Krone, nicht schlecht. Ja, geht diesmal sogar. Das Wichtigste zuerst, gucken wir mal nach. Das Etikett. Na, das Etikett. Man XL. Hervorragend. Sehr gut. Dann ziehen wir das Ganze mal an. Gleich. Und schauen mal, wie das sitzt und wie das passt. Und dann würde ich mal sagen, ist das doch... Wir können es ja mal vergleichen. Ich habe das Ganze noch hier. Sekunde. Daher kommt mir das also bekannt vor. Ah, ich dachte doch. Ich wüsste das schon mal irgendwo her. Ich hätte das schon mal gesehen. Oh, Zettel. Na, hier. Oh, ist ein bisschen knittrig. Ja, es wurde halt zusammengeknautscht und reingeworfen. Das ist ja dann ein anderes Design. Ein älteres Design und ja, das ist hier die versaute Variante. Da, schaut da. Der Fehler hier, das, der weiße Strich darüber. Und hier bei der Krone, man kann es auch jetzt wahrscheinlich wieder sehen. Kann man es sehen? Ein bisschen hier der weiße Rand. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber ja, hier das Lustigste. Einmal gezeigt. Woman XL. Ja, weg damit. Jetzt haben wir hier was Neues. Fühlt sich auch wärmer an, muss ich sagen. Also liegt das daran, dass Man und Woman unterschiedlich dick sind, oder was ist das? Und das fühlt sich wirklich geschmeidiger an. Also das ist, habe ich so das Gefühl zumindest. Ich lag es ein bisschen lange auf der Heizung und ist deshalb warm. Deshalb fühlt sich das so an. Aber ja. Gold statt braun. Was soll das bedeuten? Da können wir. Oh, hoppala. Habe ich mal gerade an der Kamera gewackelt. Nee, das schneide ich jetzt nicht raus. Das lasse ich jetzt einfach drin. Nö. Nix da. Und es sieht sogar hier verteilt auf das ganze Ding. Kannst ja mal versuchen, größer darzustellen. Hui. Immer weiter rauszugehen. Ja, so. Ich habe gerade tatsächlich die Kamera angehoben. Das Stativ. Ich habe gerade ein Stativ in der Hand. Ja, Professionalität. Und ja,
ist ein bisschen kleiner geworden. Ich habe es ein bisschen kleiner gemacht, weil es mir doch ein bisschen zu gigantisch vorkam auf dem Shirt. Und ich würde es gleich mal anziehen und euch zeigen, wie es dann aussieht im Endeffekt. Aber ich finde auch das mit dem, also das mit der Sprechblase jetzt auch besser gestaltet als dieser Pfeil, dieser rote Pfeil nach rechts. So, das ist, naja, das finde ich dann ein bisschen eleganter gestaltet. Und die Krone, die finde ich jetzt auch besser. Mein Schatten. Das war mal gerade meine Hand, die durchs Display gekommen ist. Nein, nicht durchs Display, aber durch Schattenspiele. Gold statt Braun. Ja. Ich habe es, glaube ich, schon in der Produktbeschreibung hingeschrieben. Gold statt Braun. Kann man sich was denken, auch mit der Krone hier. Ich glaube, ich erkläre das jetzt nicht so großartig. Das, wer will, liest sich die Produktbeschreibung durch. Da steht so ein bisschen, ja, Zwerg für Toleranz erklärt es auch schon ein bisschen. Eine Aktion für Toleranz und gegen Rassismus, könnte man so sagen. Ja, würde ich jetzt nicht gerade ohne Jacke drüber, also so ganz offen in Chemnitz tragen. Das wäre vielleicht nicht so gerade das Optimalste, also wenn man den Tag überleben will. Aber ansonsten, so, ja, trägt man ja meistens eh eine Jacke drüber und nice, das gefällt mir sogar ganz gut. Und hier auch die Tasche, das muss es ja sein. Warm und kuschelig. Wer noch nichts, wer noch keine Wünsche hat, also wer noch nichts auf seinem Wunschzettel hat oder wer seinen Lieben was schenken möchte. Kleine Empfehlung an dieser Stelle zu Weihnachten. Vom 2. bis zum 4. Dezember 2018, muss ich hier mal kurz mal ein bisschen Werbung machen, mit dem Code, ich glaube, der war Mary18, also M-E-R-R-Y 18, hinten dran alles groß geschrieben, könnt ihr, also vom 2. bis zum 4., also das Porto sparen, also die Versandkosten, das könnt ihr euch da sparen und ganz einfach ein bisschen günstiger das Ganze kriegen. Versandkosten sind ja ein bisschen happig, manchmal bei Sweatshirt. Und da in diesen Tagen könnt ihr schon mal für Weihnachten vorbestellen und ich schreibe es nochmal in die Dingens, in die Videobeschreibung. Aber ja, Mary18, der Code, einfach auch bei der Bestellung dann, wenn ihr ein Hoodie kauft auf Sweatshirt, also einen meiner Hoodies kauft, natürlich. Das geht nicht bei anderen Hoodies. Nein. Es geht nur auf meinem Shop. Wenn ihr das dann bestellt, dann müsst ihr dann oben bei der Bestellung dann, also wenn ihr das dann in den Warenkorb gelegt habt und dann kauft, dann müsst ihr da oben dann den Code Mary18 eingeben. Das geht nur vom 2. bis zum 4. und dann erspart ihr euch die Versandkosten. Herzlichen Glückwunsch. Ein Geheimnis verraten. Bestellt noch heute. Sowas in der Art. Oder so ähnlich. Wir sehen uns gleich, wenn ich das Ding anhabe. Ja, bis gleich. Es passt. Ui. Wie cool. Das sieht doch spitze aus. Es ist so flauschig. Es hält warm. Ist angenehm und sieht sogar einigermaßen spitze aus. Einigermaßen, also sieht nicht ganz so scheiße aus. Kann man tragen. Die Kapuze, das seht ihr jetzt natürlich nicht, dann noch drüber ziehen. Nice. Klappe die zweite. Funktioniert. Kann ich mal ein bisschen näher rangehen hier. Gold statt Braun. Nasekratz. Sieht doch ganz spitze aus. Kann man anbieten. Nicht schlecht, Herr Specht. Und dann würde ich sagen, ein Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergfest verpassen wollt.
Ja. Habt's noch einen angenehmen fröstlichen Tag. Man sieht sich. Bis dahin. Ja, Glöckchen aktivieren. Und bis dahin. Ciao, ciao. Kann ich denn irgendein Tier? Nicht wirklich. Ja, den Schweigefuchs kann ich. Ein Hund oder ein Fuchs oder ein Häschen kann ich auch noch. Ja. Da bin ich ein bisschen abgeschweift vom Thema.